Die Feuerwehr als Tierlebensretter. Ein junger Schwan hatte sich offenbar Freitagnacht zu lange nicht bewegt und war auf der zugefrorenen Warnow im Eis festgefroren. Besorgte Spaziergänger alarmierten am Samstagvormittag die Feuerwehr in den Rostocker Stadthafen. In der Nähe des Fähranlegers am Kapuzenhof saß das majestätische Tier etwa einen Meter von der Kaikante entfernt fest. Einsatzkräfte in Überlebensanzügen wagten sich daraufhin an Leinen gesichert auf das Eis. Mit einer Decke wurde das verängstigte und geschwächte Tier zunächst beruhigt, während rund um das eingefrorene Bein des Vogels das Eis behutsam mit einer Axt aufgebrochen wurde. So gelang es schließlich, das Tier zu befreien. Zur Untersuchung wurde es in die Tierklinik gefahren, wo der Jungschwan bereits auf dem Weg der Besserung sein soll. Bei vollständiger Genesung geht es für ihn dann wieder zurück in den Rostocker Stadthafen.